Tja, liebe Freunde, ein Lebenszeichen aus der Höhle der Tekromantie. Ich weiß gar nicht, wie man so ein Video anfängt, wenn man so lange kein Video gemacht hat. Wann haben wir eigentlich das letzte Video gemacht? Das ist schon eine gefühlte Ewigkeit her. Gucken wir mal nach. Das war über den Atari 800, jawohl, Tekromantie, Videodemo, jetzt cool. Am 12. April. Das ist über ein Jahr her. Naja, es ist aber auch viel passiert in der Zeit. Ja? Und ich muss sagen, ich hab heute was Besonderes. Und ich glaube, der Anlass rechtfertigt auch ein wirkliches Video. Ja? Ich habe natürlich zwischenzeitlich nichts gemacht. Ja? Also ich habe quasi heimlich gelötet. Ja? Also dabei... Ich habe ein bisschen was an M-Hive gemacht. Ja, da werden wir sicherlich auch nochmal dazu was kommen, aber manche Sachen, da kann man doch nicht immer ein ausführliches Video machen. Es macht halt auch manchmal Spaß, das einfach heimlich alleine zu lösen. So, also da habe ich einiges gemacht. Was war noch los? Für den Techo seht ihr schon. Es hat sich einiges geändert, ja, er hat also jetzt eine Kopfeinheit bekommen, er hat eine Kamera drin und ein Display, ja, und da hat sich einiges getan, da bin ich aber auch noch am Basteln, ja, kommt extra Video, denke ich mal, irgendwann, wenn es soweit ist, wenn es vorzeigbar ist. Ich habe ein bisschen was an dem Hive gemacht, das letzte Video ging ja um den 8-Bit Atari, da hatte ich also hier noch meine Retro-Sachen aufgebaut. Ja, nun leider war es eigentlich geplant, jetzt mit dem diesjährigen KC-Treffen, da wollte ich diesen Atari 8-Bit dann mitnehmen und ein bisschen auch präsentieren und ein bisschen und die Sache 8-Bit Atari abschließen und mich einem 16-Bit zuwenden. Ja, war ja nun nichts, deswegen habe ich ihn erstmal abgebaut. Deswegen war aber auch der Hive nicht aufgebaut. Ja, ich habe da eigentlich relativ wenig gemacht, außer natürlich mit dem M-Hive. Und an der Stelle, wenn der große Hive, also wenn das Hive, der Hive in dem Desktop-Gehäuse nicht aufgebaut ist, ist es natürlich wirklich, da habe ich gemerkt, praktisch so einen mobilen Hive zu haben, der ist schnell mal auf den Tisch gestellt, da kann man schnell mal was machen, schnell mal programmieren. Und ich habe auf dem Gerät noch nebenbei ein Spiel entwickelt, so als Art Tutorial, Programmiertutorial, wo man in mehreren Schritten dann sehen kann, wie man so ein Spiel erstellt. Ja, ich kann es ja gleich mal stoppen. Und so habe ich dann ein ganz einfaches altes Spiel genommen, das ist Snake. Ja. Ja, und, da kann man dann lernen, wie initialisiert man so einen Grafikmodus, wie zeichnet man so ein Objekt auf dem Bildschirm. Ja. Ich weiß nicht, ob man sieht hier aus der Entfernung, wie macht man so eine Game-Mechanik, setzt man dann um. Ja, Snake ist ja relativ einfach, aber in sich auch genial. Wie bindet man dann nachher, wie zählt man Punkte, wie macht man so ein Menü bis hin dann nachher zum Sound. Ja, also wenn man dann hier die Punkte zählt, kann man dann hier werden entsprechende Sounds abgespielt. Wie macht man das auf dem Hive? Ja, einfach als einfach strukturiertes Tutorial. Der Quelltext ist auch nicht sehr, sehr lang. Gell? Das ist erstaunlich gering. Ja. Und das hatte ich noch so nebenbei gemacht. Sicherlich auch wert, dann ein Tutorial-Video zu machen. Wobei das wieder so ein Thema ist, eigentlich, was auch ein Tutorial dann auf der Webseite mit sich bringt, weil natürlich so eine Programmiersache, da ist halt viel zu erklären, was man in so einem Video nicht hinkriegt. Dennoch haben wir natürlich die schöne Sache, ich traue mich gar nicht, das Ding aufzumachen. Ja. Das ist eine Kiste von der Elektronikladen in Leipzig, von der Elmicro. Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin auch etwas unschlüssig. Freue mich sehr, weiß aber auch nicht, ob mich das jetzt wirklich so entzündet. Ich hoffe das sehr, ja? Weil ich muss so eine neue Sache einfach, ich muss es einfach anfühlen und probieren und
entweder ist dann Liebe da oder es ist keine Liebe da. Ja? Beim Propeller 1 Chip, beim Propeller Chip war das ja so, also der Chip hat mich sofort fasziniert, der hat mich schon auf dem Papier fasziniert. Und auch die ganze Handhabung, die Programmierung, das war einfach genial. Ja? Während diese ganze FPGA-Geschichte, ich hatte ja dieses mir ein FPGA-Experimentiersystem gebaut, wenn ihr euch in Sinn, das war auch zum letzten KC-Treffen, am vorletzten hatte ich das mit, ja. Ich habe es bis dahin gebracht, dass mein FPGA mit irgendwelchen LEDs blinkt und das war's dann. Woran lag es jetzt erstmal? Vielleicht kommt das ja noch, ich weiß es nicht. Ja, aber in dem Moment, wo ich dann die Software gesehen habe dazu und dann stundenlang wirklich erstmal die Software installiert habe, das war der absolute Liebestöter, soll man sich sagen. Ja? Danach war die Sache tonnenweise, gigabyteweise Tools und Geschichten. Ja? Während so ein Propeller-Chip, ja, das ist ja hier habe ich ja drauf, dieses als Steuer, als Kontrollboard, mein erstes Propellerboard, das ist hier so magnetisch befestigt. Ich weiß gar nicht, wie das damals hieß, dieses Einsteiger-Kit, ja, ein Propeller, diverse Schnittstellen, VGA, Video, Sound, 2x PS2 und 8-Bit freie Ports und noch 8 LEDs, die man hier belegen kann. Die Software ist in 5 Minuten installiert und dann kann man loslegen. Ja, und es gab wirklich eine ganze Menge guter Demos und man hat sich das angeguckt und schon sprießen die Ideen im Kopf. Ja, schon sprießen die Ideen. Ja. Deswegen bin ich da so ein bisschen, ich muss sowas mir immer angucken, ich muss das immer anfassen, ja, muss das probieren. Ja. Und so ist es mit dem hier. Ja. Also ich bin eigentlich nicht so der Typ von so einem Unboxing-Video, das mache ich eigentlich nicht, aber in diesem Falle, glaube ich, ist es gerechtfertigt. Ja. In diesem Falle ist es gerechtfertigt. Jo. Jetzt nehmen wir erstmal einen Schluck Kaffee. Und mein Robby fährt hier rum auf dem Tisch. Ja, und dann werden wir mal reingucken in die Kiste, oder? Oder kann ich euch jetzt noch ein bisschen länger hinhalten? Ich glaube nicht. Ich auch nicht. So, dann gucken wir mal rein. Wie gesagt, ist von El Micro, um da ein bisschen Schleichwerbung zu machen. Nein, Schleichwerbung haben sie nicht nötig. Das ist schon eine gute Firma. Wir haben ja auch lange Tradition dort, weil es halt Vertrieb von Parallax ist hier in Deutschland. Und ich glaube, eine ganze Menge Propellerchips kamen direkt von El Micro. Elektronikladen.elmicro.de, ne? Elmicro.com. So, in Leipzig, die haben wir auch einen Laden. Ich war noch nie da. Ja, und dann gucken wir mal rein, was wir hier bekommen haben. Ich vermute, es ist der erste seiner Art in Deutschland. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht beschwören, aber ich vermute, es ist der erste seiner Art. Schau mal rein. Und dann lassen wir uns überraschen. So. Uiuiui. Eine Rechnung. Die lassen wir einfach mal weg. Jo. Ich muss sagen, es ist in doppelter Ausfertigung, weil die Hälfte davon geht direkt an Zille weiter. Und ihr werdet ahnen, worum es sich handelt. Ja? Ihr werdet es ahnen. Ihr werdet es ahnen. Ich weiß nicht, was das ist. Mit freundlicher Empfehlung. Ui. Da hat El Micro noch ein Flashlight beigelegt. Na, das ist ja nett. Zwei Flashlights. Ein
nichts für Zillern. So, jetzt werden wir uns mal zu dem Hauptspektakel durchbinden und Haufen. Ein Haufen Verpackungen hier. Ich guck mal in die erste rein hier. Uiuiui. Es ist wahrscheinlich der erste seiner Art in Deutschland. Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Was haben wir hier? Ja, wir haben hier. Uiuiui. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so zeigen kann. Dieses, meine Freunde, sind Propeller 2 Chips. 4 Stück. Das sind die ersten Muster von diesem Chip. Die sind so, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe gestern mal reingeschaut, aus dem Shop schon wieder raus. Das ist so die erste Bemusterung. Ich glaube, die erste Charge ist auch durch. Ja. Und zusätzlich haben wir hier, also es ist wirklich der legendäre Propeller 2 Chip. Ja. Alter Schwede. Und hier haben wir einen passend zu dem Starter-Kit von Propeller 1 haben wir das Starter-Kit von Propeller 2. Ja, so ein P2-Chip und dann haben wir hier über Edge, über die Kante kann man immer Module zustecken und ich hab einfach alles bestellt, was es an Modulen gab. Und dann gucken wir jetzt mal rein. Ja, man sieht, ein P2-Chip. Hier ist eine SD-Karte, ein Micro-SD-Sockel. Reset-Schalter. Irgendwelche DIP-Switches. Müssen wir lesen. Zwei USB-Schnittstellen. Weiß ich jetzt noch gar nicht, warum es zwei sind. Kann ich jetzt USB Power und PC zu USB? Ach, ich glaube, hier konnte man die Stromversorgung dann anschließen. Wenn man jetzt, und das ist die Host-Schnittstelle. Diverse Jumper, LDO, VIN, ACC, ja. Naja. Und es gibt hier diese Füßchen, die kann man dann unten aufnehmen. Und dann hat man ein richtiges, schönes Experimentierset. Das mache ich jetzt auch gleich mal. Dann kann man das hier an den Tisch positionieren. Ja, das ist natürlich wirklich eine Premiere. Wir haben lange drauf gewartet. Hier ist noch ein Board, das ist für Ziller. Auch für Ziller. Das ist eine Kiste. So, dann gucken wir mal, was wir hier noch an Zusatzkarten haben. Man kann nämlich hier auf diese Steckkurve nochmal passende Module stecken. Da gab es eine ganze Serie an Modulen. Dann haben wir gleich das tollste Modul ever.
Das ist der Heilbare. Ja. Hier kann man, der belegt zwei so eine Steckverbinder. Ich weiß gar nicht, warum die aufkommen. Muss ich gucken. So. Ich muss es mir in Ruhe angucken. Andersrum wahrscheinlich. Ja, und das ist also ein serieller RAM. Und dieses Board gibt es also in verschiedenen Bestückungsvarianten. In dem Fall haben wir jetzt Hyper Flash und Hyper RAM. Das, ich weiß gar nicht, wie viel MB da drauf haben. Aber schon relativ viel. Ich sehe es jetzt gar nicht. Ja. Und man könnte jetzt im Prinzip den Hyper Flash hier runterlöten und dafür auch nochmal einen Hyper RAM reinlöten. Ja. Also das ist kompatibel, das sind so serielle RAMs mit einem relativ kleinen Footprint von Pins, die man entwickelt hat so für Mobile Devices. Ja, weil dort größer, man braucht dort viel Speicher mit guter und schneller Integration. Und wenn ich das richtig gesehen habe in den Videos, die es so schon zum P2 gibt, kann man aus denen auch komplett Video streamen oder ähnliches. Ja, also schnell genug ist die Anbindung von dem RAM. Ja, also das wäre ein Modul. Ich glaube, das sind beides die gleichen Packungen. Also das wäre Parallax Testboard, Hyper RAM. Ein Accessory Set und ein Vierer Pack an Schaltkrallen. Oh ja, hier sind mehrere Boardsets drin. Ja, das sind zwei Packs hier. Eins für Silber, eins für mich. Ich lege es jetzt erstmal daneben und dann gucken wir uns das an. So, was haben wir hier im zweiten drin? Das ist schon genial gemacht, auch als Experimentierset. Ich finde es wieder richtig gut. Was jetzt momentan noch so ein bisschen fehlt, ist die Dokumentation. Da muss man sich jetzt ein bisschen durchwühlen. Ja. So, wir haben hier also ein Modul. Ich muss mir das mal auf der Webseite mal kurz angucken, wie das Ganze aussieht. Aha, ja. Aha, ja. Also es kommt wirklich so rum drauf, wie ich das jetzt gerade gesehen habe. Also von der Rückseite her gesteckt. Ja. So könnte man jetzt den Hyper-RAM stecken. Ja, dann hätte er Pins belegt. Dann haben wir hier. Deswegen sind diese Abdeckungen, ja, damit man sich eigentlich nicht falsch steckt. Ja. So war das gedacht hier. Wir haben also so eine. Ich könnte es ja jetzt auch andersrum draufstecken, dass dann würde es wahrscheinlich einen Rauch aufgeben. Deswegen waren hier so eine Abdeckung, dass man sich falsch steckt. Ja, nochmal die wieder schön drauf. Und dann funktioniert das auch.
Dann haben wir hier ein Modul, da haben wir RGB-Signal und Synchronsignal, ein Videoausgang, ja, Audio, Kopfhörer und Mikrofon und ein Jumper. Und hier ist noch ein winziger Chip. Da müssen wir dann mal gucken, was das ist. Könnte ein Wandler sein, weiß ich nicht. Ja. Also das ist so ein Komplettset hier für Audio-Video-Schichten. Ja. Dann haben wir hier, das heißt glaube ich Gürzel. Das heißt glaube ich wirklich Gürzel. Ein Gürzel, weil das ist so ein kapazitiver Sensor und man kann wirklich mit dem Finger dann einen Pointer bewegen, berührungslos. Ja, und das, da gibt es auch schon eine Demo, wer sich das anschaut, ein etwas längeres Video von Chip Creasy, wo er das dann bedient und das auf dem Display HDMI dann der Pointer bewegt wird. Dann haben wir hier ein Digital Video Out. Ah, ein HDMI. Ja, ein HDMI-Ausgang. Und das ist wirklich das Erstaunliche. Ich habe das schon, was mich wirklich fasziniert. Ich werde als nächsten Schritt werde ich jetzt natürlich mir ein paar Demos mehr zusammensammeln und dann werde ich euch sicherlich auch daran teilhaben lassen an den einzelnen Demos, dass wir uns das mal anschauen. Wie einfach mit dem Propeller 2 Chip ein HDMI aus Video erzeugt werden kann. Also das war in Assembler Code, waren wenige Zeilen nur. Ne? So Leute, ich mache mal kurz einen Cut, weil der Akku gleich alle ist. Ne? So, und weiter geht's. Ja, mit wie wenig, es war wirklich erstaunlich in dem Video, mit wie wenig Codezeilen in Assembler man ein HDMI-Bild erzeugen konnte. Das, wenn ihr sucht, das ist ein Video, da führt er auch so ein Spektrum-Analyzer vor. Also so, er macht dort eine Fast-Fourier-Transformation, hat ein Mikrofon angeschlossen und spricht dort rein und diese Fast-Fourier-Transformation wird immer auf so einen Balken aufgetragen und scrollt dann von rechts nach links, beschreibt dann noch kurz, wie das sind ein paar einfache Streaming-Befehle in Assembler, die einfach gnadenlos irgendwo den Framebuffer in die Cock holen, die Fast-Fourier-Transformation macht, da ein Ding reinschreibt, eine Zeile und das will er zurückstreamen. Und das in Echtzeit. Ja. Und ich weiß nicht, ob da wahrscheinlich läuft eine zweite Cock, die das HDMI-Signal ausgibt. So genau habe ich mir den Quelltext noch nicht angeschaut. Ich hatte es bloß mal überflogen. Es war einfach so wahnsinnig gering. Ja. Und hier ist auch wirklich nichts drauf. Ich vermute hier der Chip bei dem AV-Board. Ich vermute, das ist ein Mikrofonverstärker oder sowas. Ja, vermute ich mal. Müsste man nochmal gucken. Während, wie man sieht, für HDMI, das ist blank dran am Chip hier. Ja. Das ist verrückt, ja. Das ist wirklich verrückt. So, was haben wir noch? Wir haben ein kleines Modul mit 4 Schaltern. Einfach und geschmacklos, aber genau sowas braucht man. Ja. Das ist Wahnsinn. Das hat im E-Board, ernsthaft, hier ist nichts drauf. Hier ist nichts, nichts, never ever. Ja. Also wir haben hier wirklich blanke Buchse am Propellerchip angeschlossen. Dann haben wir, das brauche ich jetzt nicht draufstecken, ein Lochrastermodul zum Basteln. Dann haben wir noch was Schnuckliges. Fand ich neckisch. Das ist eine LED-Matrix. Ja. Ja, das ist
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal 8 LED-Matrix. Ja. Und dann haben wir noch ein Serial-Device. Ein serielles Device. Und da haben wir zwei Micro-USB-Buchsen und jeweils. Und jeweils am Rand hier zwei LEDs, RX und TX. Ich weiß jetzt nicht genau, inwieweit der P2 jetzt direkt USB anspricht, aber das ist eher wahrscheinlich wirklich einfach serielle Buchsen, denke ich mal. So, und dann haben wir hier noch Serial Host Interface 2 A-Buchsen. Ja. Wir sehen, das wird schon voll haben. Das, ich nehme mal das Gürtel-Device raus. Ja, so sieht das dann aus. Ich finde, interessantes Konzept für so ein Experimentalboard. Ja. Ein Tick besser, finde ich es, weil es modular ist, als mit dem Starter-Kit beim P1. Aber die Möglichkeiten werden ja auch wesentlich größer sein. Ja. Man hat hier sofort eine SD-Karte dann auch drauf. Ja. Also ich bin sehr gespannt. Ich werde jetzt mal die entsprechenden Demos mir mal raussuchen. Ja, da sind wir mal richtig gespannt. Also, ich habe mir das Propeller-Tool schon mal geholt. Es ist eine Alpha-Version, die habe ich schon gestartet hier auf dem Windows 10-Rechner drauf. Es ist so. Ich habe es gar nicht gehofft, dass das so ist. Ja. Es gibt wohl auch Programmiersoftware für Diverses, also C. Und es ist wohl auch in Force mit eingebaut, wenn man am seriellen Interface bestimmte Tastencodes gibt, landet man in diesem Force von dem Yakiki, ne? Der das Tachyon Force auch zusammengeschraubt hat. Ja. T-A-Q-O-Z Force, was auch immer das heißt. Ich habe mich noch nicht so sehr genau damit beschäftigt, aber man sieht hier einen typischen Screen von so einer Wortliste und kann dann interaktiv mit dem Ding experimentieren. Das ist natürlich wirklich, es gibt eine Spin 2 GUI, sagt mir jetzt nicht, und es gibt halt einfach eine Alpha-Version von einem Propeller-Tool. Ich dachte erst, das muss ich installieren. Nö, das ist einfach eine Exe. Die lege ich einfach irgendwo hin, starte die und habe ein Propeller-Tool. Hallo? Ich werde es nachher wahrscheinlich gleich mal anschmeißen. Und wahrscheinlich wird das einfach erkennen. Ja, weil wenn wir hier reinschauen, unterhalb, erbaut dieses Alpha-Tool kann sowohl P8X32A, also in unseren alten Propeller 1 Chip und P2X bla 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 bla, also unserem P2 Chip. Das wird ein Propeller Tool für beides. Ja. Ich bin da mal sehr gespannt. Ja. Ich bin da mal sehr gespannt. Wobei es ja einige Sachen gab beim Propeller 1 Chip, die ich sehr gemocht habe, auch an dem BST Tool, Brett Spin Tool. Und die ist so leider nie nachgerüstet, also meines Wissens nie im Propeller-Tool nachgerüstet wurden. Ne? Unter anderem wichtig, diese ganze Optimierungsgeschichte, die einfach Routinen komplett raus optimiert, die nicht gebraucht werden. Was natürlich Schmuck ist, wenn man so eine Libraries schreibt, wie diese iOS, die wir für ein Hive haben, wo wir dann unsere 500 Routinen drin haben. Und es wird nur rein kompiliert, was wir wirklich brauchen in das Programm. Ja. Also ein sehr schönes Board. Ich bin gespannt und ich bin extrem gespannt,
ob es mich fasziniert. Ich denke mal ja. Was jetzt natürlich ein bisschen fehlt, sind wirklich die. Es ist ein schönes, dickes Handbuch. Ja, das, ich habe es geliebt. Vom Propeller 1-Chip. Ja, nach wie vor natürlich ständig im Gebrauch als Nachschlagewerk. Ja, das ist eine Referenz, das ist wirklich sein Geld wert. Und sehr schön auch damals vorbereitet. Man hat innerhalb von 5 Minuten das Propeller-Tool installiert und da waren dann ganz viele Demos dabei. Ich will nicht lügen, das sind bestimmt 20, 30 verschiedene Demos. Wie erzeuge ich ein VGA-Bild, wie erzeuge ich ein Videobild, wie spreche ich eine Tastatur an und eine Maus und wie erzeuge ich Sound. Ja. So diese ganzen kleinen Demos mit ein paar, die eigentlich Beispiel-Demos waren für die Libraries, die vorhanden waren, ja, mit denen man sofort rumspielen konnte. Spin ist ja einfach wie Basic eigentlich. Ja. Und Spin haben wir auch hier, ja, für unseren Propeller 2-Chip. Also eigentlich kann da nichts schief gehen. Was wir natürlich mehr haben, ist auf jeden Fall erstmal Speicher. Ja, der P2 hat ja in dieser Form, also diese Version, die wir hier haben, soll ja mehrere geben, auf zum Beispiel P1-Chip sollte es auch mehrere geben. Es gab dann später nur einen. Ja, die Version, die wir jetzt hier haben, die hat 512K RAM. Das ist natürlich gegenüber 32K RAM schon ein gigantischer Fortschritt. Zudem haben wir ja unseren Hyper-RAM, ja, für größere Sachen. Ja. Und offensichtlich ist dieser, wenn ich mich nicht täusche, habe ich gesehen, dass aus diesem Hyper-RAM heraus Videos oder auch Grafik, also Video-Bild gestreamt wird. Also offensichtlich ist er auch wirklich schnell genug, um damit zu arbeiten. Und man kann ja, wie gesagt, mit diesem Board, wenn man hier den Flash runterlötet und dafür einen RAM, so einen Hyper-RAM nochmal drauflötet, hätte man 2 RAMs mit getrennten seriellen Bus quasi, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ich habe mich noch nicht so sehr genau damit beschäftigt, das kommt noch, wenn ich dann damit rumspiele. Ne? Und das war halt so das große Problem. Der P1-Chip ist ein großartiger Chip. Ich bastle ja wirklich gerne damit. Das ist genial, das Ding. Und ich war letztens schon fast dabei. Ich habe ja diesen kleinen Otto da. Ne? Ich fand das so grottig mit dem Arduino. Ich war fast dabei, dieses Arduino-Ding rauszuschmeißen und einen Propeller-Chip einzubauen. Ja, weil das ist einfach nur grottig war. Naja, egal. Aber da ist man wahrscheinlich dann einfach verwöhnt, ja. Und was man halt hatte mit dem Propeller 1-Chip, man hatte sehr viel Rechenleistung gehabt, aber relativ wenig RAM. Ja, da wir ja nur mit dem Hive so eine Art Retro-Style-Projekt haben, um das runterzubrechen. Man kann sagen, man hat die Rechenleistung von einem Atari ST oder einem Amiga, ne? Aber man hat den Speicher von einem C64. Ja. Das ist, ich meine, wir haben zwar im Hive mehr drin, aber das Speicherinterface, ja, war jetzt vielleicht auch nicht in der geschicktesten Art und Weise angebunden, da es ja gleichzeitig auch den Bus belegt. Auf der anderen Seite, ja, mit 32 IOs muss man halt dann auch immer gucken, wo man hingeht, ja. Und wenn es jetzt eine schnelle, extrem schnelle Variante gibt, wie man Speicher hier anbindet und das mit diesen Streaming-Device man sehr, sehr viel machen kann. Ne? Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es hier Assembler-Befehle, die hier wirklich so Block-Transfer-Operationen extrem schnell durchführen. Ja? Die so eine COG hier in dem P2-Chip hat. Neben dem Hub-RAM, den wir haben, die 512K, hat ja jede COG nochmal ihren COG-RAM. Und davon gibt es nun wiederum 2 Blöcke. Ja, man hat also 512 Longs, wie das üblich war beim P1 auch, für den normalen Register-RAM, also den wir als Register verwenden können oder als Programmspeicher oder als Datenspeicher. Ja. Und jetzt haben wir zusätzlich noch 512 Longs. So ein LUT-RAM, ich weiß gar nicht, sagt man LUT oder Lookup-Table, ja, und dort
kann man auch in beliebiger Weise darauf zugreifen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, wie gesagt, ich habe das, ich muss mir die Demos alle anschauen, ob das so richtig ist, sind meine Theorien, kann man mit einfachen Assembler-Befehlen, ja, kann man größere Datenblöcke aus dem Hub-RAM oder aus anderen Quellen, auch von I.O.-Ports, direkt reinstreamen in diesen Root-RAM. Wahrscheinlich kann man meinetwegen auch Sachen aus so einem Hyper-RAM einfach da rein streamen. Ja? Also das ist und das mit wirklich einem Befehl, der das macht irgendwo, ja, so ein Block-Transfer-Befehl. Ja, das ist so eine Besonderheit. Und da bieten sich natürlich dann ganz andere Möglichkeiten. Ja? Das andere, was natürlich interessant wird, vor allem wenn man dann in Richtung Steuerung bastelt, wenn wir vielleicht mal ein Hive 2 bauen, werden wir das vielleicht in dem Maße gar nicht brauchen, aber bei so, wenn man irgendwelche Steuerungen, was in Richtung Robotik oder irgendwas macht, sind natürlich diese Smart Pins, ja, was man überhaupt nicht hatte bei dem Propeller 1 Chip. Ja, also man hat hier kann jeder Pin, und wir haben insgesamt jetzt 64 IO-Pins. Jeder Pin kann sein, ich weiß gar nicht, ob ich alles zusammenkriege, ich sage mal nur das Wichtigste, kann sein ein AD-Wandler, ein DA-Wandler, ein PWM-Device, Zähler-Zeitgeber, ja, kann Schmidt-Trigger sein, kann normales digitales I.O. sein, habe ich irgendwas vergessen? Leute, Schmidt-Trigger, Dreiecks, Sägezahn oder Rechteck PWM. Ja. Quadraturdecoder, das da, oder weiß ich, keine Ahnung. USB Fullspeed oder Lowspeed? Aha. Also kann jeder Smartpin USB Fullspeed oder Lowspeed? Natürlich ein Software-Stack damit dran hängen. Oder synchronen, asynchronen, seriellen Datentransfer. Bis zu 60 Mbit pro Sekunde. Das ist natürlich fett. Ja. Was? Ich könnte also im Extremfall, weil es kann jeder Pin. Ja, es ist nicht so wie bei vielen anderen Mikrocontrollern, dass ich jetzt meinetwegen 4 PWM-Kanäle habe oder 8 und sage, der Pin, das PWM-Device 1 geht an den Pin, das dahin. Nein, im Extremfall kann ich 64 PWM-Ausgänge haben. Ja, das macht keinen Sinn, aber ja, ich könnte im Extremfall 64 sehr aussteuern. Macht keinen Sinn, ja, ist so, aber ich könnte es. Ja, jeder Pin kann alles. Ich könnte auch 64 AD oder DA-Wandler haben, oder 32 AD und 32 DA-Wandler haben. Ja, also das ist schon ziemlich gigantisch. Ja. Also der läuft da mit 180 MHz. Wie gesagt, ein Force ist drin. Und die Außenbeschaltung, hier ist mal, das ist offensichtlich die minimale Außenbeschaltung hier. Sieht auch relativ übersichtlich aus, ja. Also man hat hier direkt verschalteten Micro-SD. Dann haben wir hier TXD, RXD, das ist die serielle Schnittstelle. Dann haben wir hier, was ist denn das? Ach, das ist der Flash. Das ist ein Flash, ne? Oder? Stell dir mal, das ist ein Flash, ein externer. Wie beim P1. SI, SO. Aber in dem Falle ein SPI-Flash, wie es aussieht. Naja, das muss man sich nochmal genauer angucken. Es gibt auch ein Schaltbild zu dem Board, da kann man ja dann auch nochmal Bezug nehmen. Ja. Kannst gar nicht lesen, was hier drauf steht. Ja. Naja.
16 MB, das ist ein Flash, das ist ein 8-Pin. Neue Geräte, Leute. Jetzt, ja, mal gucken. Ist noch Licht. Google anschmeißen. Und wir haben einen. Ach, wir haben noch eine Lampe verwendet. Ich bin geil, ich habe doch selber eine Lampe, bin ich doof. So, wir haben einen Winbond 25Q. Ich kann es nicht lesen, wunder mich. Das ist so clean. 128J VSM. Und das ist, das klingt mir sehr nach SPI. Ja. Das ist so in der Ecke hier wie in der Schaltung. Weil wir ja bei das, jetzt musst du schon mal verfolgen. SO ist hier an DO, weil wir ja das SD-Karte ebenfalls per SPI ansprechen, ist der Flash hier entsprechend an den Bus mit angeschalten. Winbond. Volt, 128 Mbit, also ein 16 MB Flash Speicher. Aha, also wird das Programm nach wie vor noch in einem Flash gespeichert und dann wahrscheinlich beim Starten den Namen geladen. Und ich glaube, in dem 16 MB Flash steht das hier irgendwo mit drauf. Da war ein Monitorprogramm, war da auch noch drin, bei den jetzt in dem initialen Flash, was wir hier haben. Ein paar Sachen verstehe ich hier auch noch gar nicht so genau. Ja. Also wenn hier steht Live Color Space Conversion using 3x3 Matrix with bla bla bla, das muss ich mir erstmal angucken. Wirklich im Quellcode, in irgendwelchen Demos. ROM Tools. Aha. Also hier steht dann, dass dieses Force, TAQOZ, das integrierte Force, Standalone, läuft mit VGA und Keyboard. Das heißt, ich wahrscheinlich stöpsel ich hier einfach nur ein VGA-Display an. Mit Keyboard bin ich mir jetzt nicht sicher, ob man hier gleich vielleicht eine USB-Tastatur ranstöpseln kann. Kann man hier eine USB-Taste? Also, das wäre ja der Hammer, ja. Ja, liebe Freunde, es tut mir leid, ich muss jetzt leider Schluss machen. Algi der Reihe, ich habe zu tun. Ja, es tut mir leid. Ihr müsst jetzt leider nach Hause gehen. Ich habe jetzt keine Zeit mehr für euch. Ich bin leicht geflasht. Und ich bin mal gespannt. Also, ich suche ein paar schöne Demos raus. Versprochen. Hand drauf. Und die gucken wir uns gemeinsam mal an. Auf dem Board. Ja, wir gucken mal, was da so geht. Gucken da vielleicht auch schon mal in den Quellcode rein. Weil gerade diese kleinen Demos bei dem P1-Chip waren immer eine Offenbarung. Ja. Für mich persönlich, man konnte so diese kleinen Grafik- oder Sound-Dinge, man konnte sofort wie ein Basic irgendwelche im Quelltext, das waren alles kurze Sequenzen, mal kurz was drin ändern und
hat verstanden, wie diese Libraries funktionieren und wie das mit dem P1-Chip funktioniert. Ich hoffe auf sowas hier auch. Ich weiß jetzt aber nicht, ich habe es kurz gesichtet, das Wochenende, die Situation ist da noch etwas übersichtlicher. Ja, ich habe ein paar kleine Tools gesehen, ich habe dieses und jenes Spielchen gesehen. Da müssen wir mal gucken, ob wir da was finden, was uns da was interessant ist. Ist es mit Sicherheit sind Sachen dabei, die interessant sind. Ja? Jetzt geht es halt, die werden vielleicht noch nicht ganz so vorbereitet sein. Wie ich mir das vorstelle, wie ich das gewohnt bin von dem P1-Chip. Aber da kommt ja so ein bisschen der Deckerdrang durch. Das werden wir uns jetzt mal anschauen. Hier ist der kleine Quarz. Ja. Kleiner SMD-Quarz. Ja, ich decke mich jetzt mittlerweile schon so ein bisschen mit SMD-Technik oder ein. Habe ich lange Zeit ein bisschen vernachlässigt, wobei ich jetzt nicht unbedingt ein Problem damit habe. Das ist dann wahrscheinlich mehr ein Problem so für die Einsteiger. Aber man muss sagen, man kann da sehr viel machen mit irgendwelchen Breakout-Boards. Da wird es mit Sicherheit auch Breakout-Boards direkt von Parallax geben oder sowas. Gucken wir mal. Also, liebe Freunde, es tut mir leid. Macht's gut. Ich habe keine Zeit mehr. Die nächsten. Ich weiß es nicht. Tschüss. We'll be right back.